Ja, Kapitel 8, und hier wollen wir uns mit einem der wichtigsten und vielleicht schwierigsten Probleme der Robotik beschäftigen. Man denkt, dass das Problem bei weitem gelöst sind, aber wie man sehen wird in diesem Kapitel, das Problem ist bei weitem noch nicht gelöst und nicht mal für Objekte, die wir kennen. Jedoch wollen wir natürlich, dass Roboter in der Lage sind, beliebige Objekte zu greifen, die sie vielleicht vorher noch nie gesehen haben, wie wir Menschen das eigentlich tun können. Und natürlich Roboter, über die wir reden hier, sind zum Beispiel Roboterarme, Arme auf einer mobilen Plattform oder humanoide Roboter, aber auch Industrieroboter. Und man kann ein bisschen darüber nachdenken, eigentlich ein zentraler Grund, warum man Roboter entwickelt, ist, dass man will, dass diese Maschinen irgendetwas greifen und manipulieren. Ja, greifen, abstellen, schweißen, lackieren, Geschirrspülmaschine beladen, entladen, etwas aus dem Kühlschrank holen. Ja, alle diese motivierenden Beispiele, die wir gesehen haben am Anfang der Vorlesung, das heißt eigentlich, ohne Greifen geht es nicht. Ja, das heißt, ohne die Fähigkeit, dass ein Roboter Objekte greifen kann, kann man nichts manipulieren, kann man keine Geschirrspülmaschine beladen, kann man nicht vielleicht montieren oder demontieren. Und in diesem Kapitel wollen wir uns mit den Grundlagen des Greifens. Ja? In weiterführenden Vorlesungen wie Robotik 2 wollen wir natürlich mit fortgeschrittenen Aspekten und Methoden des Greifens beschäftigen. Aber mehr dazu im Laufe von diesem Kapitel. So, ich habe das so strukturiert, dass ich euch kurz hier motiviere, dann einige motiviere, warum Greifen notwendig ist. Aber ich denke, dass das für alle klar ist. Dann wollen wir uns gucken, wie man mit diesem Problem umgeht. Was für Tricks gibt es überhaupt in der Literatur? Was hat man sich so überlegt, um dieses anscheinend schwierige, wichtige, aber auch schwierige Problem zu lösen? Und dann werden wir uns mit etwas, was man Kontaktmodelle und Grass Branch Space beschäftigen, also anscheinend irgendwelche Formalismen und Beschreibungen, die, mit denen wir etwas über einen Griff auf ein Objekt. Ich meine, jeder von uns kann Objekte greifen, aber wir wollen ja diese Griffe quantifizieren. Wir wollen zum Beispiel auch berechnen, wie soll ein Roboter diese Apfel oder diese Banane greifen und manipulieren. Das sieht alles so kinderleicht aus, aber wir brauchen ja, wie wir bei den anderen Sachen gesehen haben, auch Methoden, mit denen wir Griffe vor einem Roboter auf Objekte, die manipuliert werden sollen, berechnen können. Das heißt, wie planen wir Griffe und wie können wir die Qualität von einem Griff evaluieren? Und das ganze Kapitel wird voller Beispiele zum Thema Greifen und zwar mit unseren humanoiden Robotern, mit den AMA-Robotern beinhalten. Motivation. Wir wissen, gegeben ist eine Aufgabe. Wir sollen jetzt hier diese Müsli-Box hier greifen, wie man sieht hier in dem Video. Und man sieht hier, das ist natürlich eine komplexe Aufgabe. Wir müssen wissen, wo diese Box ist, also in welcher Position im Arbeitsraum des Roboters liegt, denn das ist ja die Zielkonfiguration für die Inverse-Kinematik und die Zielkonfiguration für diese Inverse-Kinematik kommt aus dem Arbeitsraum durch die Lokalisierung, die visuelle Lokalisierung des Objekts im Arbeitsraum. Also wir lokalisieren hier das Objekt und wir wissen, das Objekt liegt an X, Y, Z, Alpha, Beta, Gamma. Das ist der Input für die inverse Kinematik. Wenn wir die inverse Kinematik für diese Zielposition gelöst haben, dann haben wir Q End, Q Ziel. Das ist die Zielkonfiguration, zu der wir eine kollisionsfreie Bewegung planen müssen. Und zwar zum Beispiel mit Hilfe von RRT oder irgendeine Variante von RRT.
Dazu müssen wir, je nachdem, ob wir mit RRT, mit Dynamic Roadmaps, mit Distance Aware Dynamic Roadmaps, brauchen wir eine oder wäre eine Repräsentation der CNI sehr hilfreich. Das heißt, dass wir wissen, wo sind eigentlich die Hindernisse, nicht nur hilfreich, sondern notwendig, wo sind die Hindernisse im Arbeitsraum. Man sieht hier eine Rekonstruktion der CNI mit allen Objekten, die auf dem Tisch liegen. Natürlich, diese Rekonstruktion ist ohne Wahrnehmung, in dem Fall hier eine visuelle Wahrnehmung nicht möglich. Und wenn wir diese Rekonstruktion hier haben, dann können wir kollisionsfreie Bewegungsplanung machen. Hier angemerkt, diese Szenenbeschreibung hier, das sind die Hindernisse im Arbeitsraum. Und wenn wir zum Beispiel RRT benutzen, wissen wir, dass wir diese Informationen über die Lage der Objekte im Arbeitsraum benötigen für die Kollisionsüberprüfung. Ja, weil bei einem RRT samplen wir den kompletten Konfigurationsraum und prüfen wir immer auf Kollisionsfreiheit. Und am Ende führen wir das aus. Was nicht dargestellt ist in diesem Diagramm, ist die Art und Weise oder die Generierung von diesen Griffen. Man sieht hier die Hand von AMA 3 und zwar, das sind jetzt hier nicht 20 Finger hier von der Roboterhand, sondern unterschiedliche Möglichkeiten, wie der Roboter dieses Objekt greifen kann. Zum Beispiel hier dieser Griff ist von der Seite, das ist hier von der Ecke, das ist von oben und das vielleicht von der anderen Seite. Und die Frage, mit der wir beschäftigen, oder eine Frage, mit der wir uns beschäftigen werden in diesem Kapitel, wie wir diese Griffe überhaupt erzeugen. Das heißt, nicht nur die Berechnung dieser blauen oder grünen Trajektorie, um von der Startkonfiguration zu der Zielkonfiguration zu kommen, sondern die Berechnung eines geeigneten Griffs für die Zielkonfiguration. Ja, man kann sich vorstellen, die Position von dem Objekt ist die Position und die Lage von einem Koordinatensystem an einem bestimmten Punkt des Objekts, zum Beispiel Mittelpunkt oder Massenschwerpunkt vom Objekt oder eine Ecke vom Objekt. Aber natürlich haben wir unterschiedliche Arten, wie wir diese Objekte, wie wir die Hand relativ oder die Hand an das Objekt ranführen können, um diesen Zielpunkt zu erreichen. Und das ist das Thema da von diesem Kapitel. Da sieht man hier ein paar Beispiele. Es sieht immer alles so kinderleicht aus. Man sieht hier die Position von dem Objekt und wie die Hand sich an dem Objekt hier nähert. Hier die Kameraperspektive und dann wie man so einen Griff ausführt. Beziehungsweise haben wir bereits in den letzten Kapitel gesehen, damit wir hier diese Sprühflasche greifen können, das ist eine Sprühflasche hier und wir wollen diese Sprühflasche greifen, dann sehen wir eigentlich, dass wir hier unterschiedliche Griffmöglichkeiten haben, von links, von rechts, ja, die sind visualisiert hier durch die Handpose hier. Und natürlich, der Roboter steht an irgendeinem Punkt hier im Arbeitsraum, der muss eine kollisionsfreie Trajektorie für die mobile Plattform, aber auch kollisionsfreie Trajektorie für die Arme generieren, damit diese Bewegung überhaupt ausgeführt werden soll. Und in diesem Kapitel beschäftigen wir uns nur mit der Generierung von diesen Griffen. Ja? Das heißt, und wie man sich das so vorstellen kann, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, wie ich dieses Objekt greife. Ja? Und damit wollen wir uns hier beschäftigen, natürlich um diese Aufgabe oder das, was man immer in einem Video sieht, sehen zu können oder ausführen zu können, muss eine ganze Reihe von Problemen gelöst werden. Wir müssen wissen, wie der Roboter positioniert werden soll. Wir müssen natürlich kollisionsfreie Trajektorien für die mobile Plattform, aber auch für die Arme bei der Ausführung dieser Bewegung hier generieren und so weiter und so fort. Und wir kennen eigentlich hier die Ausführung, das haben wir schon mal gesehen. Nachdem man einen Griff, sich für einen Griff, für eine Position des Roboters und einen Griff entschieden hat,
zum Beispiel hier bei einem humanoiden Roboter ein Griff mit der rechten Hand, aber es kann sein, dass ein Griff mit der linken Hand besser ist, aber in dem Fall aus irgendeinem Grund haben wir uns entschieden für einen Griff mit der rechten Hand. Was man hier eigentlich sieht, in diesem Bild hier, wir haben die komplette Geometrie der Umgebung. Also wir wissen ja, wo die Hindernisse beispielsweise sind, damit wir bei der Ausführung entsprechend reagieren können. Wir haben wahrscheinlich so ein Modell und da wollen wir uns in diesem Kapitel oder in Robotik 1 allgemein nur mit dem Thema des Greifens bekannter Objekte beschäftigen. Also Objekte, von denen wir ein Modell haben, ein Modell unterschiedlicher Granularität, ja. Das kann vielleicht eine grobe Form aber, oder auch eine sehr genaue Form vom Objekt sein, aber nicht mit der Frage des Greifens von unbekannter Objekten beziehungsweise von Objekten in veränderlichen Szenen. Ja, da sieht man hier ein Beispiel, die Spurfläche oder hier der Schwamm, der Roboter soll den Schwamm greifen. Das ist der Arbeitsraum, das ist, was der Roboter weiß, also Tisch und diese Balken hier. Aber er weiß nicht, dass eine Box hier, deshalb ist die Box hier nicht im Modell dargestellt. Das heißt, er kann hier keine Kollisionsprüfung machen, wenn man diese Box hier nicht in dieser Repräsentation bzw. in diesem Weltmodell einbettet bzw. integriert. Da sieht man hier ein komplexes Beispiel, wie man hier die Hindernisse, also diese Box hier, bei der Bewegungsplanung berücksichtigt. Das sind Themen, die weit über diese Vorlesung hinausgehen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich das hier erwähnen, denn beim Greifen oder bei der Generierung von Griffen auf Objekten spielt die Umgebung eine ganz große Rolle. Vielleicht ist ein Griff super, um die Fläche von rechts zu greifen, aber wenn man von rechts rankommt, ist ein anderes Objekt, was natürlich zu einer Kollision mit dem Roboter führt. Und deshalb ist dieser beste Griff vielleicht in solchen Situationen nicht geeignet. Das heißt, Hindernisse oder dynamische Umgebungen beeinflussen natürlich sehr stark die Art und Weise, sehr stark die Selektion oder die Auswahl von einem Griff. Und es kann noch komplexer sein. Also nehmen wir mal an, wir können diese Fläche hier greifen, wie man in den Beispielen hier sieht. Ich weiß nicht, warum die Videos hier rücken. Normalerweise sind sie fließender. Und wenn wir jetzt hier das Objekt gegriffen haben und jetzt wollen wir umgreifen, dann ist natürlich jetzt sowohl die Position, aber auch die andere Hand wichtig. Also wie ist das Objekt überhaupt in der Hand? Und an welchen Bereichen von dem Objekt kann ich mit der linken Hand noch rangehen, damit ich überhaupt das Objekt umgreifen kann. Also wie man sieht, kinderleichte Sachen, wenn man darüber nachdenkt, aber wie wir sehen werden, sehr komplexe Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigen muss oder Probleme, die man lösen muss, wenn man sich hier mit dem Thema Greifen beschäftigen will. Das heißt, wie können wir Griffe auf Objekte bestimmen? Und anscheinend haben wir, oder jeder kann sich das denken, wir haben eigentlich unendliche Griffmöglichkeiten eines Objekts. Das ist ein Wok hier dargestellt, man sieht es hier, und das sind unterschiedliche, nur ein paar Griffe, die hier auf diesem Wok dargestellt sind. Und die Frage ist, wenn wir zunächst mal alle diese Griffe bestimmt haben, alle diese unendliche Menge von Griffmöglichkeiten, wie wählen wir überhaupt einen Griff und führen wir das aus? Denn eine Robotersteuerung kann nicht mit allen 100 Griffen umgehen. Wir brauchen am Ende nur ein Sollwert, führe diesen Griff aus. Zum Beispiel diesen Griff oder einen zweihändigen Griff im Falle von einem humanoiden Roboter. Beziehungsweise für eine Brille können wir, wie wir sehen werden, in diesem Kapitel unterschiedliche Griffe generieren. Wir wissen das als Menschen. Wir können die Brille mit einem Dreifingergriff so greifen, zum Beispiel in der Mitte, oder wir können das hier am Arm greifen. Oder für diese Figur. Wir können das am Rücken oder wir können das am Kopf greifen. Das sind alle Griffe von diesem Objekt. Ja? Also wie werden Griffe bestimmt? Man sieht hier eine Visualisierung
nochmal diese Sprühflasche und das ist hier die Hand von Arma 3 und vergiss mal einfach diese blauen Punkte oder Kreise, die beschreiben die Qualität von einem Griff, aber diese Linien hier, die man sieht von oben, von den Seiten, die geben an, die geben die Annäherungsrichtungen an das Objekt, um dieses Objekt zu greifen. Und man sieht hier nicht nur für die arme Hand, für die Fünffingerhand, sondern auch für eine Dreifingerhand, die man jetzt hier sieht, und zwar auf unterschiedliche Objekte. Auch für einfache Objekte, wie zylindrische Objekte oder wie eine Flasche, relativ einfache Objekte wie eine Flasche, sieht man hier die unterschiedlichen Griffe, die so ein Greifplaner erzeugt. Und die Frage ist für uns in diesem Kapitel, wie erzeugen wir diese Griffe und wie wählen wir einen und im besten Fall, wie wählen wir den besten Griff für die jetzige Aufgabe aus? So, welche Information ist eigentlich notwendig? Das heißt, was brauchen wir überhaupt, damit wir solche Griffe erzeugen können? Und anscheinend, wenn wir jetzt über Objekte denken, ist so die Geometrie oder die Form der Objekte entscheidend. Ja? Wenn ich weiß, wie die Ausmaße, die Geometrie von einem Objekt ist, dann kann ich basierend auf dieser Geometrie beispielsweise hier wissen, wo ich meine Finger, also auch für uns Menschen, ist die Geometrie von einem Objekt zentral. Das lernen wir natürlich aus Erfahrung mit der Zeit und das, was wir als Menschen lernen, wollen wir jetzt versuchen, hier algorithmisch zu beschreiben und Methoden zu entwickeln, um Griffe auf Objekte basierend auf Geometrie beispielsweise zu generieren. Wenn wir die Geometrie haben, dann haben wir unglaublich viel Wissen über das Objekt. Wir kennen die Details von dem Objekt, also wo das Objekt, wie die Krümmung vom Objekt ist. Vielleicht wissen wir etwas über die Beschaffenheit der Oberfläche von dem Objekt. Die sind natürlich diese Informationen nicht Teil des geometrischen Modells, aber diese Information, die ist unglaublich wichtig für das Greifen. Was ganz wichtig für das Greifen und ohne Greifen, was ganz wichtig für das Greifen sind Kontakte zwischen Fingern und Objekt. Und was bedeutet Kontakte? Das bedeutet eigentlich die Kräfte. Wir müssen bestimmte Kräfte auf dem Objekt ausüben, an den Kontaktpunkten, damit wir diese Objekte greifen und hochheben und mindestens gegen die Schwerkraft. Ja, also das heißt, die Kräfte an den Kontaktpunkten müssen so groß sein, dass das Objekt nicht runterfällt aufgrund seines Gewichts oder aufgrund von irgendwelchen Störungen, die auf dem Objekt auswirken. Und letztendlich kann man sich überlegen, na, die Kinematik der Hand ist auch ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich Griffe für eine Fünffingerhand generiere, das vielleicht anders, als wenn ich Griffe für einen Backengreifer oder einen parallelen Greifer generiere. Und für mich ist ganz wichtig zu verstehen, dass ihr versteht, dass Greifen Kontakt zwischen Hand und Objekt bedeutet. Und Kontakt ist ein geniales Wort. Kontakt bedeutet Kräfte, die irgendwie übertragen werden. Und Kontakt ist auch ein schwieriges Wort, weil wenn man über Kontakt redet, muss man natürlich, wenn man modellbasiert arbeitet, über die Modellierung der Kräfte zwischen den Fingerspitzen beispielsweise einer Hand und dem Objekt, was man greifen will. Und wie ich bereits erwähnt habe, in dieser Vorlesung beschäftigen wir uns nur mit den Grundlagen des Greifens von bekannten Objekten. Und bekannte Objekte heißt, wir kennen die Geometrie, wir haben ein geometrisches Modell vom Objekt und wir kennen vielleicht das Gewicht von dem Objekt. Ja, also ein paar dynamische Eigenschaften. Natürlich sagt jeder und jede von euch jetzt, ja, und was heißt es, wenn ich jetzt hier ein neues Objekt habe? Wie soll der Roboter so ein neues Objekt einer bisher unbekannten Geometrie mit unbekanntem Gewicht greifen? Das sind Themen, mit denen wir uns natürlich in der Vorlesung Robotik 2 im Sommersemester beschäftigen werden, wo wir Methoden kennenlernen werden, wie wir Griffe oder ja, Greifhypothesen beziehungsweise dann Griffe auf unbekannte Objekte, also Objekte,
die, die ja keine Modelle haben, beziehungsweise Objekte, für die wir ein gewisses Vorwissen haben. Und zwar, wir wissen, die sehen ähnlich zu bestimmten Objekten, von denen wir wissen, wie wir sie greifen. Also, das sind Themen für Robotik 2, die wir im Sommersemester, im kommenden Sommersemester behandeln werden. Naja, gucken wir mal auf das Greifen beim Menschen. Wenn man jetzt hier den menschlichen Kortex anschaut, dann sieht man, dass ein Großteil vom menschlichen Kortex der Hand gewidmet ist, beziehungsweise des Greifens gewidmet ist. Also was machen wir mit der Hand? Wir greifen hauptsächlich mit der Hand. Und man sieht hier überproportionale Region oder Größe des Regions im Vergleich zur Dimension der Hand im menschlichen Körper. Ja, natürlich die Beine sind viel größer hier wie die Hand, aber man sieht hier im menschlichen Kortex, dass ein Großteil vom Kortex der Hand und des Gesichts natürlich zugeordnet ist, weil es ist dort eine unglaubliche Koordination von sensormotorischen Informationen, also alle Muskeln, die unsere Finger steuern, beziehungsweise unsere Gesichtsmuskulatur steuern, damit wir überhaupt sprechen können, ja, damit wir Gesichtsausdrücke generieren können und damit wir auch Objekte greifen. Das heißt, es ist natürlich ein schwieriges Problem, beziehungsweise das Problem erfordert einen großen Bereich des menschlichen Kortex. Wenn man Greifen als Regelungs- und Steuerungsproblem betrachtet, ja, dann ist vieles bekannt, wie wir sehen werden in dem Kapitel. Aber wenn man die kognitiven Aspekte des Greifens betrachtet, dann ist sehr wenig darüber bekannt, auch darüber, wie Menschen greifen und warum Menschen so effizient sind beim Greifen sind und wie Menschen überhaupt lernen, basierend auf Erfahrung, Objekte auf diese kinderleichte Art und Weise zu greifen. Das geht sogar bis dahin, dass man sagen kann, dass das Verstehen der menschlichen Hände und das Verstehen des Greifens beim Menschen fast wie das Verstehen der kompletten Intelligenz, der natürlichen Intelligenz. Das wollen wir jetzt nicht so übertreiben, aber ich will auf der einen Seite natürlich hier zum Ausdruck bringen, das ist ein unglaublich spannendes Problem, wo man viele Aspekte der Intelligenz erforschen kann. Und wie ich bereits erwähnt habe, eine zentrale Fähigkeit für Roboter. Das heißt, wir müssen verstehen, wie greifen beim Menschen funktioniert und der Mensch ist vielleicht das beste Embodiment, was greifen kann und vielleicht aus diesen Prinzipien, wie das Greifen beim Menschen funktioniert, intelligente Methoden zum Greifen in der Robotik herleiten. Gucken wir uns vielleicht die menschliche Hand und warum vielleicht so viel von dem menschlichen Kortex hier der Hand gewidmet ist. Ja, weil die Hand eine ganze Menge von Gelenken hat und eine ganze Menge von Aktoren, von Muskeln, die auf eine perfekte Art und Weise miteinander koordiniert werden, damit wir diese filigranen Griffe auf beliebige Objekte in der Umgebung ausführen können. Wenn man die Anatomie der menschlichen Hand hier betrachtet, dann hat man hier 27 Knochen und 21 Bewegungsfreiheitsgrade in den vor allem im Daumen, wie man sieht, hier 5 Freiheitsgrade im Daumen und dann die unterschiedlichen Flexions-, Extensionsfreiheitsgrade der Finger und Abduktion, also Spreizung auch der Finger, Abduktion, Adduktion der Finger. Und zusätzlich für das Greifen brauchen wir natürlich die Position der Hand eines Roboters im Arbeitsraum. Und wir wissen, dass diese Pose von dem Objekt, was wir greifen wollen und wo wir die Hand hinführen müssen, durch 6 Freiheitsgrade beschrieben werden muss, ja, also X, Y, Z und Alpha, Beta, Gamma. Das heißt, insgesamt haben wir 27 Freiheitsgrade, mit denen wir uns beschäftigen oder der Mensch beschäftigt, wenn er Greifaufgaben löst.
Und wir wissen, wie man diese menschliche Hand modelliert. Natürlich die kinematischen Modelle, Flächenmodelle und so weiter und so fort. Und das sind nur hier ein paar Beispiele aus unserer eigenen Forschung, wo wir ein komplettes Referenzmodell des menschlichen Körpers hier für das Thema Lernen aus Beobachtung des Menschen entwickelt haben. Und da sieht man hier, ein Teil von diesem Modell ist das Modell der menschlichen Hand hier mit den unterschiedlichen Freiheitsgraden hier. Man sieht hier die Farben, die geben an, in welche Richtung praktisch die Drehung funktioniert oder erfolgt. Und diese Modelle der Hand, die sind nicht nur wichtig für uns in der Robotik, die sind natürlich wichtig für die Biomechanik, die sind wichtig für die Prothetik, die sind aber wichtig für Computergrafik oder für die Mensch-Maschine-Interaktion, zum Beispiel Gestenerkennung und Steuerung von Geräten mit Hilfe von Gesten. Deshalb findet man in der Computergrafik oder in der Computer Vision Community auch eine ganze Menge von Modellen zur Beschreibung der menschlichen Hand. Sieht man auch hier ein flächenbasiertes Modell von diesem Referenzmodell der menschlichen Hand, was wir hier entwickelt haben, wo wir eine ganze Menge von Details, wie man hier sieht, also nicht exakt das Modell von der Folie davor, aber basierend, das waren eine der ersten Arbeiten, ein Flächenmodell hier der menschlichen Hand. Aber insgesamt haben wir einen riesigen Konfigurationsraum. Und die Frage ist, wie kann man in diesem hochdimensionalen Konfigurationsraum Griffi suchen, ja, also Griffi finden. Da kann der eine oder andere jetzt natürlich auf die Idee kommen, naja, ich nehme RRT und das werden wir auch sehen. Und das macht man auch so, zumindest wenn man natürlich gewisse Informationen hat über den Konfigurationsraum, also wenn man die Hand kennt beispielsweise, wenn man die Objekte kennt, damit man überhaupt Kollisionen prüfen kann. Aber man hat sich auch hier in der Greif-Community mit der Frage beschäftigt, wie können wir diese Komplexität reduzieren? Weil man denkt jetzt darüber nach, ich habe einen Roboterarm mit 6, 7, 8 Freiheitsgraden, dann bin ich in einem Konfigurationsraum der Dimension 8 und jetzt nehme ich mal eine 5-Finger-Hand, die an diesem Roboter montiert ist, die hat nicht 21 Freiheitsgrade wie die menschliche Hand, sondern vielleicht 8 oder vielleicht 11 wie bei den armen Robotern. Das heißt, alleine durch die Hand verdoppelt sich die Dimension vom Konfigurationsraum. 7 für den ganzen Arm und jetzt kommen 8 oder 11 für die Hand. Und deshalb hat man sich ganz früh hier sich Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Komplexität von diesem Problem reduzieren. Und eine der Ideen, die immer noch heute Gegenstand aktueller Forschungsthemen sind, ist die Einschränkung oder das Auffinden von Tricks, von Möglichkeiten, mit denen man den Konfigurationsraum so ein bisschen vorstrukturiert, bevor man anfängt mit der Suche nach Lösungen. Das heißt, Einschränkung oder Strukturierung des Konfigurationsraums, indem man diese unterschiedlichen Griffmöglichkeiten auf Objekte kategorisiert. Man hat sogenannte Taxonomien, also man hat unterschiedliche Griffe in Klassen unterteilt, sodass man dann nur in diesen Klassen solche Griffe suchen kann. Das bringt uns zum nächsten Thema, und zwar die Greiftaxonomien. Und diese Greiftaxonomien, wie ich bereits erwähnt habe, die dienen dazu, dass man die Komplexität von diesem hochdimensionalen Problem des Auffindens eines Griffes, wir werden noch dieses Problem quantifizieren, aber wir wissen, dass ein sehr großer Konfigurationsraum die Dimension hängt von der Anzahl der Gelenke in der Hand. In der menschlichen Hand sind das 21 plus 6, also 27. Wenn wir jetzt die AMA 3 Roboterhand nehmen mit 11 Gelenken plus eine 6, dann haben wir eine Dimension, die Dimension 17. Das heißt, ein großer, ein hochdimensionaler Konfigurationsraum, in dem wir Griffe suchen. Also wir reden nicht über die kollisionsfreie Bewegungsplanung für die Arme, sondern nur für die Hand.
Und diese Begriffstaxonomien ist eine Möglichkeit, wie ich bereits erwähnt habe, um diese Griffsynthese, das heißt, um die Bestimmung von Griffen, und wie wir sehen werden, diese Griffe, die werden beschrieben durch Kontaktpunkte auf dem Objekt, beziehungsweise es gibt andere Darstellungsmöglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist die Darstellung von Griffen durch die eine Menge von Kontaktpunkten auf dem Objekt. Und wenn man diese Grifftaxonomien hat, diese Kategorisierung von den möglichen Griffen in unterschiedlichen Klassen oder Kategorien, dann kann man natürlich das nutzen, um Roboterhandy oder Prothesenhandy zu entwickeln. Indem man sagt, okay, ich bin daran interessiert, eine Roboterhand zu entwickeln, die diese Klasse oder diese Kategorie von Objekten, von Griffen, auf eine sehr gute Art und Weise greifen kann. Und diese Kategorie von Griffen ist natürlich irgendwie assoziiert mit den Objekten und Objektformen oder Werkstücke, die diese Hand oder dieser Greifer tatsächlich manipulieren soll. Und natürlich mit Hilfe von diesen Taxonomien können wir auch Roboterhandy evaluieren. Wir können sagen, okay, diese Roboterhandy sind in der Lage, diese Griffklassen auszuführen. Zum Beispiel, ich nenne sie jetzt runde Griffe, parallele Griffe oder Zweifingergriffe, Pinzettengriffe und so weiter und so fort auszuführen. Und natürlich letztendlich, wir können autonom Griffe planen, weil das war ja das Ziel der Einführung von dieser Taxonomien, dass wir Griffe auf eine nicht so komplizierte oder nicht so hohen Konfigurationsräumen bestimmen können. Und es gibt hier mehrere Grifftaxonomien. Die bekannteste Grifftaxonomie ist die sogenannte Katkowski-Taxonomie, die wir in dieser Vorlesung kennenlernen werden, und weitere Taxonomien, mit denen wir uns in Robotik 2 im Sommersemester beschäftigen werden, wie die Kamakura-Taxonomie oder Feix-Taxonomie, Bolek-Dollar-Taxonomie und eine von uns entwickelte Taxonomie zur Beschreibung von Ganzkörpergriffen, also Whole-Body-Grasps. Aber wie es hier steht, wir wollen uns in dieser Vorlesung mit der Katkowski-Taxonomie beschäftigen. Was ist das denn? Ja, das ist eine Taxonomie, die die unterschiedlichen Grifftypen auf Objekten in so einer Baumstruktur darstellt. Ja, also man sieht hier einen Griff und auf der obersten Hierarchie dieser Baum, dieses Baumes unterteilt man oder unterscheidet man die Griffe in sogenannte Kraftgriffe oder Powergrasps und Präzisionsgriffe bzw. Precisiongrasps. Ja. Insgesamt hat diese Taxonomie 16 unterschiedliche Grifftypen. Also das sind hier die Kreise, vergessen wir hier. Das ist aus einem Bild, was ich schon mal erzeugt habe und dann mir vorgemerkt habe, welche Griffe wollen wir überhaupt auf unserem Roboter ausführen. Aber insgesamt haben wir alle diese Griffe, die man hier sieht. Das sind insgesamt 16 Typen von Griffen, und diese Typen von Griffen, die unterscheiden sich durch die Form des zu greifenden Objekts und durch die Konfiguration der Hand. Konfiguration der Hand bedeutet ja die Fingerstelle. Und man sieht hier, man unterscheidet zwischen umschließende und nicht umschließende Griffe. Also non-prehensile grasps, das heißt nicht umschließende Griffe. Wenn ich jetzt hier ein Buch nehme und ich halte dieses Buch hier auf meiner Hand, dann ist es auch ein Griff. Und das nennt man ein Plattformgrasp. Ja? Alle anderen sind sogenannte umschließende Griffe, also Prehensile. Ich bin jetzt hier bei Kraftgriffe, und das sind ja umschließende Griffe, und man sieht hier einen lateralen Pinchgrasp, ja? Also wo man sowas macht. Beziehungsweise einen umschließenden, zirkularen, sphärischen Grasp. Wenn ich jetzt diese Apfel hier festhalte. Wenn ich jetzt ein Disk habe oder also eine CD habe, dann ist es auch zirkular, aber ich greife in der Form. Ich habe jetzt keinen Disk hier bei mir, aber man kann sich das ganz gut vorstellen. Und wir haben hier auch umschließende prismatische
Griffi, und zwar, wo wir ein Objekt, ein schweres Objekt umschließen. Also zum Beispiel hier, wenn man so einen Zylinder mit einem großen Durchmesser greifen will, beziehungsweise wenn man jetzt ein Geländer hier mit einem kleinen Durchmesser greifen will, man sieht, dass die ganzen Finger hier um das Objekt gehen, oder etwas dazwischen, was nicht sehr klein ist und nicht sehr groß ist, weil bei sehr groß sehen wir, dass die Finger das Objekt, also die schließen nicht komplett um das Objekt rum, also Daumen und Finger berühren sich nicht beispielsweise. Und hier haben wir so einen Mittelweg zwischen den zwei, wo der Daumen noch auf dem Objekt hier liegt. Und so weiter und so fort. Ja. Präzisionsgriffe, wie man sieht hier, auch wiederum zirkular und nicht und prismatisch. Aber nichts mit umschließend und nicht umschließend, weil diese Präzisionsgriffe sind immer nicht umschließende Griffe. Das heißt, ich greife jetzt einen Stift in der Form, ja, oder ich greife beispielsweise die Tasse hier in der Form. Das wäre natürlich ein umschließender Kraftgriff, wenn ich die Tasse so greife, während das hier ein Dreifinger-Präzisionsgriff, also zum Beispiel hier dieses Tripod, ja, auch wenn ich ein kleines Objekt hier greifen will, oder sphärisch irgendein Objekt halte, aber nur mit den Fingerspitzen, ja, und nicht mit der gesamten Hand und Handfläche, wie bei den zirkularen, sphärischen Kraftgriffen, ja, und so weiter und so fort. So, das heißt, wir haben Kraftgriffe, wir haben Präzisionsgriffe, wir haben einen Hierarchiebaum und man sieht hier die Grifftypen, die werden zu den unterschiedlichen Kategorien oder Gruppen zusammengefasst, und die oberste Ebene, auf der obersten Ebene unterscheiden wir hier zwischen Kraft- und Präzisionsgriffe. Ich sehe keine Wortmeldungen im Chat, das ist nicht normal. Entweder seid ihr nicht mehr da, aber ich gucke doch, es sind eine ganze Menge von euch noch da. Oder fast alle eigentlich noch da. Aber entweder trinkt ihr Kaffee oder Bier um diese Uhrzeit, oder das Thema ist hochspannend. Kann ich nicht beurteilen. So, und wie kam Mark Katkowski zu dieser Taxonomie, also der Entwickler zu dieser Taxonomie? Der hat Technikern beim Greifen bzw. bei der Verwendung von Werkzeugen beobachtet. Ja? Also wie sie Hammer greifen, wie sie einen Messstab greifen, wie sie ein großes Block, also Metall, Holzblock und ähnliches, greifen und manipulieren, und natürlich auch aus diesen Beobachtungen hat er konzeptuell diese Taxonomie aufgestellt, wie man sieht hier 1989 und wird nach wie vor in der Literatur verwendet und ist ganz wichtig natürlich für die effiziente Planung von Griffen beziehungsweise für das Design von Roboterhänden, die bestimmte Grifftypen ausführen können. So, genau. Hier nochmal eine andere Darstellung von dieser Taxonomie, und wir will nur auf ein paar Aspekte hier eingehen. Das sind einmal die deutschen Begriffe für non-prehensile und prehensile grasps, also nicht umschließend und umschließend. Kreisförmige, kompakte Präzisionsgriffe, und wir sehen natürlich in dieser Taxonomie, das sind hier Beispiele, die wir selber aufgezeichnet haben, man sieht hier, wenn man in dieser Taxonomie in diese Richtung sich bewegt, dass man mehr Kraft braucht und dass die Größe von den Objekten, die man hier greift, größer wird, also zunehmende Kraft und Objektgröße in die Richtung. Hier abnehmen die Objektgröße, also wir haben hier einen Stift beispielsweise oder zwei Finger Daumengriff, drei Finger Daumengriff, vier Finger Daumengriff auf dem Stift, ja. Und natürlich haben wir hier abnehmende Objektgröße, aber wir haben zunehmende Geschicklichkeit. Das heißt, wir können diese Objekte auf unterschiedliche Art und Weise
greifen. Natürlich, je weniger wir Kontakt haben, desto mehr Bewegungsfreiheit hat das Objekt. Das heißt, die Geschicklichkeit ist größer, aber natürlich die Stabilität von dem Griff oder die Sicherheit von dem Griff ist kleiner im Vergleich hier zur Kraftgriffe, wo man natürlich eine größere Kontaktfläche mit den Objekten hat. Genau, das ist wie gesagt eine der Taxonomien. Weitere Taxonomien, mit denen wir uns beschäftigen werden, sind die Kamakura, Fikes, Bolek, Dollar Taxonomie und unsere eigene Taxonomie, die wir aber in der Vorlesung Robotik 2 im Sommersemester behandeln werden. Ja, eine ganz gute Frage, wie man hier sieht, sehe ich gerade im Chat. Ihr könnt das, glaube ich, auch sehen. Warum ist der Daumen in allen Griffen involviert? Das ist eine zentrale Frage. Versuch mal zu greifen ohne Daumen. Der Daumen ist der einzige Finger, der immer in die Gegenposition der anderen Finger kommen kann. Und ohne Daumen kannst du gar nichts machen als Mensch, ja, also beziehungsweise sehr schwer was machen. Und das ist auch sehr zentral. Man kann natürlich zwischen den restlichen Fingern irgendwelche Objekte greifen, wie das hier, aber das sind jetzt keine Griffe, die man so flexibel, man kann viel leichter, das kannst du selber mal prüfen, wenn du den Daumen nimmst und dann zwei Finger Griff, Daumen und noch ein Finger machst, dass du auf diese Art und Weise einfacher das Objekt handhaben kannst. Einfacher, weil die Kräfte, und zwar wie wir sehen werden, wir haben sogenannte Griffe, die stabiler sind als solche Griffe, wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten, das Objekt jetzt zu manipulieren, wenn er zwischen diesen zwei Fingern liegt. Ja? Aber danke hier für die Frage. Und auf diese Art und Weise kannst du auch selten ohne den Einfluss von dem Daumen, also von dem Finger, der immer in die Gegenposition zu den anderen, von der anderen Seite kommt, kannst du schwieriger solche Präzisionsgriffe erzeugen. Ja, ich sehe jetzt hier der Kommentar, Rauchen. Natürlich, beim Rauchen kann ich auch solche Präzisionsgriffe machen, aber das wird oft auch vom Daumen unterstützt. Ja. Okay, aber wir belassen es dabei. Danke für die Frage. Der Daumen ist sehr zentral. Das ist der Finger, der einzige Finger, der immer in die Gegenposition der anderen Finger gestellt werden kann und somit für stabilere Präzisionsgriffe sorgen kann. Und da werden wir sehen in dieser Vorlesung bzw. in vertiefenden Vorlesung, dass dieses Konzept der gegen-oppositional Position von dem Finger, also die Eigenschaft, dass der Daumen immer die Gegenposition der Finger kommt. Ja, ich höre jetzt auf mit den Kommentaren hier, weil ich sehe jetzt hier, okay, aber ihr habt es ja verstanden, oder? Gut, nun ein paar Fragen. Und zwar hatten wir 2014 ein Review-Paper hier geschrieben, und zwar im Rahmen von einem europäischen Projekt, das GRASS-Projekt, wo wir mit der KTH, also Danica Krajcik, mit der University Castellón in Spanien und dem KIT, haben wir uns mit dem Thema Greifen beschäftigt, und zwar nicht nur das klassische Greifen von bekannten Objekten, sondern von ähnlichen und unbekannten Objekten. Und wir haben hier ein Papier erstellt, also ein Übersichtsartikel erstellt, die sehr zu empfehlen ist zum Lesen. Und zwar, wenn es darum geht, unbekannte bzw. teilweise bekannte oder ähnliche Objekte zu greifen. Und wir haben uns dort gefragt, was sind die wichtigen Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man Griffe generieren will. Und natürlich und ganz naheliegend ist die Hand, ja.
Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt Griffi für eine fünffingerige Hand oder für einen Backengreifer generieren will. Deshalb, die Hand ist natürlich ganz wichtig. Habe ich eine mehrfingerige Hand oder habe ich einen einfachen Backengreifer? Der zweite und zwar ganz wichtige Punkt ist, wie repräsentiert man überhaupt den Griff? Ja? Das heißt, wie repräsentiert man den Griff relativ zum Objekt, also sogenannte Objekt-Griff-Repräsentation. Und es gibt tatsächlich, und bei so einem Übersichtsartikel guckt man, wie andere Wissenschaftler das machen und versucht man die unterschiedlichen Methoden, die entwickelt wurden in der Literatur, so in einer Taxonomie reinzubringen, ja, also zu kategorisieren. Und es gibt viele Methoden hier, die zum Beispiel vor allem bei unbekannten oder ähnlichen Objekten, die versuchen, lokale Eigenschaften oder Attribute von den Objekten zu extrahieren, der Objekte zu extrahieren, zum Beispiel die Krümmung der Objekte, zum Beispiel die Kontakt-Area zwischen Hand und Objekt bei einem bestimmten Griff. Andere Verfahren, sogenannte, also die solche globalen Objekt-Grasp-Repräsentationen verwenden, die benutzen auch globale Eigenschaften, zum Beispiel Massenschwerpunkt, zum Beispiel Bounding Blocks um das Objekt und versuchen diese Griffe anhand von dieser Information zu generieren. Natürlich, das ist nur für den Fall der unbekannten Objekte. Bei einem bekannten Objekt kennen wir eigentlich nicht nur die Bounding Box, sondern wir haben ja vielleicht ein Geometriemodell, die Forminformation von dem Objekt. Und natürlich, was die Generierung von Griffen auf Objekten beeinflusst, ist die Tatsache, wie viel Vorwissen über das Objekt hat ein Roboter überhaupt. Hat ein Roboter ein komplettes Modell von dem Objekt, also Geometrie und dynamische Eigenschaften wie Gewicht, Massenschwerpunkt und so weiter und so fort? Oder hat der Roboter überhaupt kein Wissen über das Objekt und wo er natürlich mit Hilfe seiner Sensorik zunächst mal verstehen muss, wo kann überhaupt das Objekt sein oder was kann überhaupt ein Objekt in der Szene sein? Und hier dieses Vorwissen über das Objekt ist entscheidend für die Klassifikation der Methoden, die man in der Literatur kennt für die Bestimmung von Griffen. Denn die Methoden, die man für die Bestimmung von Griffen auf bekannten Objekten, die sind natürlich viel naheliegender oder einfacher als solche, die man für die Bestimmung von Griffen auf unbekannten Objekten braucht oder für solche, die man für die Bestimmung von Griffen über ähnliche Objekte, ja, also zum Beispiel, wir wissen, wie wir zylinderförmige Objekte greifen und wir sehen jetzt in der Szene etwas, wie ein Zylinder aussieht, aber eine andere Größe oder Durchmesser hat und deshalb dieses Vorwissen, was wir über das Greifen von zylinderförmigen Objekten kennen, muss nur auf diese neue Situation transferiert werden, ja, oder abgebildet werden. Natürlich unterscheiden sich die Methoden auch in der Art und Weise, wie man die Griffsynthese macht, ja, also wie man Griffe generiert. Hat man Modellwissen über den Roboter selber, über die Objekte und kann man analytische Methoden, wo man Kontakte bestimmt, wo man vielleicht die Konfigurationen, Manipulability und ähnliches, weil man muss sich vorstellen, jeder Finger eigentlich von der Hand ist ein Manipulator, eine kinematische Kette. Und wir können alle Methoden, die wir kennengelernt haben, zur Analyse des Arbeitsraums, Erreichbarkeit, Singularitäten und so weiter, für jeden Finger einsetzen und natürlich auf die Art und Weise, natürlich bei der Hand haben wir nicht nur eine kinematische Kette, sondern wir haben mehrere verzweigte kinematische Ketten, aber wir können vom Prinzip her diese analytischen Methoden nutzen, um Griffe auf Objekte bekannter Geometrien oder auf bekannte Objekte zu generieren. Die aktuellen Methoden in der Forschung beschäftigen sich natürlich mehr mit unbekannten und beziehungsweise teilweise bekannten Objekten, wo man dieses Modellwissen nicht hat und wo man versucht, datengetrieben
also mit Methoden des maschinellen Lernens, so Greifhypothesen für unbekannte oder vorher nicht gesehene Objekte zu generieren. Natürlich die Methoden, die dort auch eingesetzt werden, die unterscheiden sich im Hinblick auf die Merkmale, die verfügbaren Merkmale, mit denen man die Objekte detektiert, identifiziert und deren Position schätzt. Also hat man nur 2D-Informationen, hat man 2,5D-Informationen, 3D-Informationen über die Objekte oder Merkmale über die Objekte und hat man visuelle Sensoren bzw. haptische Sensoren, um Informationen über diese unbekannte Objekte zu akquirieren. Und der letzte Punkt ist die Aufgabe, ja, was ganz zentral eigentlich für die Generierung von einem Griff. Man kann sich vorstellen, man kann einen Hammer auf unterschiedliche Art und Weise greifen. Aber wenn man damit hämmern will, dann ist es ratsam, dass man am Griff greift. Aber wenn man einen Hammer einer anderen Person übergeben wird, möchte, dann sollte man vielleicht am Kopf greifen. Beziehungsweise ich greife diese Tasse am Griff hier, damit ich daraus trinke. Und ich greife sie von unten, damit ich sie in die Geschirrspülmaschine tue. Das heißt, deshalb ist die Aufgabe oder was ich mit dem Objekt machen will, auch entscheidend für die Generierung eines Griffkandidaten oder einer Greifhypothese. Und das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man über das Greifen allgemein redet. Ich hab mir überlegt, ob ich diese Folie hier bringe, weil diese Folie, die ist für das komplette Greifen, insbesondere für die Generierung von Griffen auf unbekannten bzw. teilweise bekannten Objekten. Aber ich finde sie so umfassend und wichtig und sollte jeder mal gesehen haben, der sich mit dem Thema Greifen hier beschäftigt, obwohl wir uns in diesem Kapitel hier nur mit dem Thema Greifen von bekannten Objekten beschäftigen möchten. Aber trotzdem spielt die Hand auch bei bekannten Objekten eine Rolle, ob das eine Mehrfingerhand oder ein Zweibackengreifer, ob wir lokale oder globale Merkmale der Objekte haben. Wir haben bekannte Objekte, das heißt mindestens die Geometrie und wir benutzen analytische Methoden, um Griffe zu synthetisieren und die Objektfeatures, die interessieren uns vielleicht in dem Fall nicht so sehr, weil es ist nicht unser Ziel, jetzt ein Modell vom Objekt mit Hilfe von Vision oder Haptik zu erstellen, damit wir Griffe generieren. Wir haben ja dieses Modell von dem Objekt. Die Aufgabe ist natürlich wichtig, spielt sowohl beim Greifen von bekannten als auch von unbekannten Objekten eine sehr wichtige Rolle, denn den Griff, den man auswählen soll, der beste Griff, den man auswählen soll, hängt von der Aktion, die man als nächstes mit dem Objekt ausführen will. Und deshalb habe ich das hier gebracht, diese Folie, und habe ich mir, glaube ich, genug Zeit genommen, um hier auf alle Aspekte einzugehen. Aber zurück zum Thema Greifen bekannter Objekte. Und zwar zwei wichtige Probleme in diesem Kontext, einmal die Griffanalyse und einmal die Griffsynthese. Wiederum aus einem Paper, was sehr zu empfehlen ist, von Shimoga von 1996 im International Journal of Robotics Research. Und dort wird ein Griff als eine Menge von Kontaktpunkten definiert. Und man unterscheidet hier die zwei Probleme, die Griffanalyse, das heißt, und die Griffsynthese. Und die Griffsynthese ist zunächst mal: wir wollen einen bestimmten Griff auf ein Objekt, für ein bestimmtes Objekt erzeugen, also wie dieser zylindrische Griff oder wie dieser Dreifingergriff. Und jetzt sag mir, wie sollen eigentlich die Finger gestellt werden, damit wir diesen Griff realisieren? Das heißt, wie sieht die Konfiguration der Hand oder der Finger aus und mit welchen Kräften muss ich an den Kontaktpunkten drücken, beziehungsweise welche Drehmomente in den einzelnen Gelenken der Finger müssen aufgebracht werden, damit ich diesen Griff mit diesen Eigenschaften erzeugen kann. Die Griffanalyse
ist definiert wie folgt. Ich habe bestimmte Eigenschaften der Finger, das heißt, ich habe bestimmte Kontaktpunkte und ich habe bestimmte Kräfte und Momente, die an den Fingerspitzen durch diesen Griff oder an den Fingerspitzen definiert sind und vielleicht auch Drehmomente in den Gelenken der Finger. Und jetzt sag mir, wie gut wird dieser Griff sein, wenn ich den auf dem Objekt ausführe? Das heißt, wird er ein stabiler Griff sein? Ich greife ein bisschen vor und ich sage, dass ein stabiler, ich verwende den Begriff stabiler Griff oder nicht stabiler Griff. Oder wird dieser Griff mit diesen Eigenschaften der Finger, also mit den Gelenkwinkeln, mit den Kräften, ein eher unstabiler Griff sein? So, das heißt, wir haben hier den Griff als Menge von Kontaktpunkten auf der Oberfläche eines Objektes. Und man merkt hier, wir kennen das Objekt. Das heißt, die Geometriemodell von dem Objekt muss bekannt sein. Und natürlich Modell von der Hand muss auch bekannt sein. Und diese Menge von Kontaktpunkten auf der Oberfläche von einem Objekt, die ist in der Lage, potenzielle Bewegungen des Objekts unter dem Einfluss von externen Kräften einzuschränken bzw. zu kompensieren. Ja? Das heißt, das ist ja ein Griff. Ja? Aber wenn ich jetzt die Kräfte an den Kontaktpunkten ein bisschen kleiner mache, ja, also nicht aufmachen, sondern die Kräfte kleiner machen, ohne dass ich meine Hand bewege, das können wir als Menschen sehr gut machen, dann wird das Objekt hier runterfallen. Das heißt, die externen Kräfte, in dem Fall ist die Gravitationskraft, die kann nicht kompensiert werden und deshalb ist es kein Griff. Ja? Also wir haben Kontaktpunkte mit bestimmten Kräften, dann können wir diese externen Kräfte, in dem Fall Gravitationskraft, kompensieren. Deshalb ist es ein Griff. Und wenn wir hier die gleiche Konfiguration der Hand haben, aber die Kräfte kleiner machen, dann ist es kein Griff. Naheliegend eigentlich. Braucht nicht so sehr darüber zu reden, aber manchmal ist es so gut, dass man die Sachen ein bisschen betont. Die Griffanalyse bedeutet, wir haben ein Objekt und wir haben einen Griff als Menge von Kontaktpunkten und wir suchen Aussagen zur Qualität vom Griff. Also zum Beispiel, ob der Griff stabil ist. Die Griffsynthese, wir haben ein Objekt und einen Griff mit bestimmten Eigenschaften, der ist zu 90% stabil, weil wir wissen noch nicht, wie wir die Stabilität quantifizieren. Also wir haben noch keine Maß zur Quantifizierung der Stabilität eines Griffes, was wir später kennenlernen werden, zum Beispiel die Y-Metrik. Also wir haben ein Objekt und einen Griff mit bestimmten Eigenschaften. Ja, und wir suchen jetzt die Menge von Kontaktpunkten, die notwendig sind, damit wir diesen Griff realisieren können. So, wie ich bereits erwähnt habe, greifen bedeutet eigentlich Kontakt. Ja, und Kontakt bedeutet eigentlich Kraft und das führt uns zum nächsten Thema. Das heißt, wie modellieren wir Kontakte zwischen dem Objekt und der Hand? Und das einfachste Modell, was man hier kennt in der Literatur, ist das sogenannte Fingerspitzengriffmodell oder Fingerspitzenmodell. Das heißt, das Modell hier, ein Griff ist eine Menge von Kontaktpunkten auf der Oberfläche. Das bedeutet, wir haben nur Anordnungen, wir müssen nur die Anordnungen von Kontaktpunkten auf der Oberfläche von einem Objekt bestimmen. Nur ein einfaches Problem sieht man hier, das Ganze schematisch dargestellt. Das sind die unterschiedlichen Finger und man sieht hier, diese Finger sind nichts anderes als kinematische Ketten. Also jeder Finger kann man als einen Roboterarm betrachten. Das ist das gegriffene Objekt. Das sind hier diese Kontaktpunkte auf dem Objekt. Also das ist so visualisiert hier, was das bedeutet. Und wir müssen nur diese Kontaktpunkte bestimmen. Naja, warum so ein Modell? Weil da können wir können wir die Algorithmen zur Synthese, also zur Bestimmung von diesen Kontaktpunkten, sehr einfach bestimmen. Der Nachteil von diesem vereinfachten Fingerspitzengriffmodell ist, dass wir fundamentale Nebenbedingungen des Greifvorgangs gar nicht berücksichtigen. Also zum Beispiel Kollisionsfreiheit, ob die Finger sich miteinander kollidieren, Kollisionsfreiheit der Finger, der Hand mit dem Arm.
und natürlich auch die Zugänglichkeit eines Griffes. Wenn ich jetzt hier einen Griff für dieses Objekt hier bestimmt habe und ich habe auf der anderen Seite dieses Buch, ja, und das ist ein Griff, aber der ist nicht zugänglich, sondern der wäre vielleicht dieser Griff, dieser komische Griff hier, in dieser Situation viel einfacher. Das können wir natürlich durch so ein einfaches Fingerspitzengriffmodell nicht berücksichtigen. Aber ganz zentral natürlich bei diesem Modell ist, wie können wir diese Kontakte hier modellieren. Ja, also die Kontaktpunkte, das heißt, wir müssen uns Gedanken, wie modelliert man Kontakte zwischen zwei rigiden Objekten, ja, einmal die Fingerspitze und einmal das zugreifende Objekt. Und hier gibt es natürlich die Kontaktmodelle, und es gibt verschiedene Modelle, die Kontakte zwischen zwei Starrkörpern, in dem Fall Fingerspitze und Oberfläche von einem Objekt, beschreiben. Und das einfachste Modell, dass man sagt, wir haben Punktkontakt zwischen den zwei, also zwischen Fingerspitze und Objektoberfläche. Und zwar ohne Reibung. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn das hier der Finger ist und das ist die Objektoberfläche und das ist der Kontaktpunkt hier, wir haben nur eine Kraft, es greift nur eine Kraft hier an und zwar ausschließlich normal zur Objektoberfläche. Also senkrecht auf der Objektoberfläche am Kontaktpunkt. Naja, das ist so der Idealfall. Das ist so, wie man, wenn man sich auf Eis bewegt. Also man gibt es nur eine Normalkraft und die kleinste Störung in die Richtung oder in die Richtung würde einem zum Fallen bringen. Aber realistischer sind natürlich Punktkontakte, also starre Punktkontakte. Also wir nehmen an, alle Objekte, also Fingerspitze und Objekte, die wir greifen, die sind rigide Objekte. Also wir greifen keine Milchtüten oder kein Fleisch oder Ähnliches. Also keine deformierbaren Objekte oder Softobjekte, sondern nur starre Objekte. Die realistischere Betrachtung ist, dass man sagt, wir haben starre Punktkontakte, aber mit Reibung. Insbesondere mit Haftreibung. Das heißt, wir angreifen die Kraft am Kontaktpunkt hier, ist nicht nur die normale Kraft, wie in dem Fall hier, sondern eine normale Kraft und eine tangentielle Kraft, am Kontaktpunkt. Und diese Normal- und Tangentialkräfte, die sind natürlich, die stehen zueinander in einer Beziehung, die durch das Coulombsche Reibungsgesetz gegeben ist. Mehr dazu gleich. Der dritte Fall, dass man sagt, wir haben nicht starrer Kontaktpunkt mit Reibung. Also wir haben wirklich einen Soft-Kontakt. Ja, also man kann sich vorstellen, meine Fingerspitze, die ist ja soft, ja, wie bei jedem Menschen und ich greife diese Tasse. Das heißt, ich kann nicht von einem Punktkontakt ausgehen, sondern das ist ein flächenartiger Bereich, Kontaktbereich, wo am Kontaktpunkt. Das heißt, wir haben nicht nur eine Normalkraft und tangentielle Kraft, wie in diesem Fall am Kontaktpunkt, sondern wir haben zusätzlich axiale Momente, dargestellt hier durch diesen roten Pfeil, und zwar um die normale am Kontaktpunkt. Ja? Also wir haben eine Normalkraft, wir haben eine Tangentialkraft, die hängen natürlich, es gilt nach wie vor hier das Coulombsche Reibungsgesetz zwischen Normal- und Tangentialkraft. Und zusätzlich haben wir axiale Drehmomente um die senkrechte am Kontaktpunkt. Ja? So. Was bedeutet das? Ich habe zweimal hier das Coulombsche Reibungsgesetz erwähnt und dieses Coulombsche Reibungsgesetz beschreibt die Zusammenhänge zwischen Normalkraft und tangentialer Kraft an einem Kontaktpunkt und die hängen wie folgt voneinander ab. Das heißt, die Tangentialkraft, wie man sieht hier, Ft, ist immer kleiner gleich ein Reibungskoeffizient mu, was immer größer als 0 ist und was
von natürlich den Eigenschaften der Materialien, also Fingerspitze vom Roboter und Material von dem Objekt, was wir greifen wollen. Also die Tangentialkraft ist kleiner gleich, also kann maximal so groß sein, wie nun multipliziert mit der normalen Kraft. Ja? Und wenn man diese Beziehungen hier mal geometrisch visualisiert, das war unser Kontaktpunkt, das ist der Finger hier. Und wir haben hier, das heißt, wir betrachten jetzt nur die zwei Fälle, ein starrer Kontaktpunkt mit Reibung, beziehungsweise starrer Kontaktpunkt, nicht starrer Kontaktpunkt mit Reibung, überall dort, wo wir die tangentielle Kraft und wo wir eine tangentielle Kraft und eine normale Kraft haben, da sieht man hier, dass man praktisch dieses Koeffizient, dieser Reibungskoeffizient nur mit Hilfe von diesem Winkel Alpha in diesem Dreieck beschreiben kann. Ja? Also wenn das hier nun mal Fn, und das ist immer größer gleich Ft, ja? Also maximal, man sieht hier Ft, also die Tangentialkraft, die ist immer kleiner gleich als diesen Teil hier, dargestellt anhand von diesem Diagramm. Aber auf diese Art und Weise können wir Alpha berechnen als Arcus Tangens Mu. Ja? Und Mu bestimmt man, also dieser Reibungskoeffizient, bestimmt man experimentell und hängt natürlich stark ab von den Materialien der Finger beziehungsweise des zu greifenden Objekts. Also Materialien der zwei Objekte, die in Kontakt zueinander stehen. Wenn wir Kontakt haben und wenn der Kontakt ruht, ja, also es gibt keine Bewegung am Kontaktpunkt hier, ich berühre nur etwas hier, dann ist natürlich Ft, die Tangentialkraft, gleich diese extern ausgeübte Kraft Fe, also Ft ist gleich die extern ausgeübte Kraft und das ist kleiner als mu mal Fn und deshalb der Kontakt ruht. Und wenn man mit der Bewegung anfängt, also wenn tatsächlich der Kontaktpunkt anfängt sich zu verschieben aufgrund von einer externen Kraft, die man auf dem Objekt aufbringt, dann hat man die Beziehung, dass die tangentiale Kraft gleich mu multipliziert mit Fn. Das heißt, in dem Fall, diese tangentiale Kraft wirkt entgegen der Bewegungsrichtung. Aber das kennen wir, glaube ich, aus der Physik, das ist, oder sogar aus der Schule. Und um diese drei unterschiedlichen Kontaktmodelle, die wir vorher eingeführt haben, mit Hilfe von diesen Beziehungen zu beschreiben, führen wir die sogenannten Reibungskegel, beziehungsweise die unterschiedlichen Typen von Kontakten, starrer Kontakt mit Reibung oder Softkontakt natürlich mit Reibung, kann man mit Hilfe von diesen sogenannten Reibungskegeln beschreiben. Man sieht hier Kontakt ohne Reibung, wir haben nur einen Vektor nach oben und zwar senkrecht auf der Kontaktfläche und keine tangentiale Kraft und keine axialen Drehmomente. Starrer Punkt mit Reibung, wenn wir das Ganze hier jetzt auf 3D, also vorher war das Beispiel für 2D beschrieben, dann sehen wir, wir haben einen Reibungskegel und diese normale Kraft, die zeigt natürlich nach oben und unser Mu, ja, definiert für uns den Öffnungswinkel von dieser Reibungskegel. Und was bedeutet eigentlich dieser Reibungskegel? Man kann sich vorstellen, ich höre gleich auf, ja, ich weiß, dass die Zeit ist, aber ich will nur diese Folie hier zu Ende bringen. Das heißt, an dem Kontaktpunkt und mit einem bestimmten Reibungskoeffizient können wir eine Menge von Kräften ausüben auf diesen Kontaktpunkt, ohne dass sich was verändert. Und alle diese Kräfte, die wir ausüben können, die sind Kräfte innerhalb von dieser Reibungskegel. Ja, das heißt, wenn ich eine Kraft in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung ausübe, alles, was innerhalb von dieser Kegel ist, von dieser Reibungskegel,
bedeutet, dass ich immer diesen Kontaktpunkt halten kann, dass ich stabil an diesem Kontaktpunkt bleiben kann. Und das Gleiche auch hier. Das heißt, die Kräfte, die mit Reibung erzeugt werden können, liegen innerhalb eines Kegels und erfüllen somit die Bedingung, dass Wurzel aus fx² plus y² kleiner gleich mu mal fz². Natürlich, die Richtungen hier x, y und z sind die Richtungen der Vektoren hier o, t und n. Ja? Das bedeutet, wenn wir, und denken wir jetzt an stabile Griffe, und stabile Griffe, wie wir sehen werden, heißt solche Konfigurationen oder Fingerkonfigurationen, wo wir Kräfte widerstehen können, externe Störungen widerstehen können. Und diese Reibungskegel, die werden eine große Rolle jetzt bei der Quantifizierung der Stabilität spielen, weil mit denen wissen wir eigentlich, welche Kräfte können wir überhaupt auf das Objekt ausüben und diesen Kontaktpunkt nicht verlieren. Ja, und das sind alle Kräfte, alle Vektoren, die innerhalb von dieser Reibungskegel liegen. Und man sieht, bei einem Kontakt ohne Reibung haben wir eigentlich keine Kegel. Wir haben nur diese Richtung. Das heißt, wenn man eine Kraft ein bisschen in eine andere Richtung mal ausübt, dann ist die komplette Stabilität weg. Wenn man auf Eis läuft, dann wird praktisch man fallen. Und wenn man einen Kontakt auf einem Objekt jetzt hier ohne Reibung ausübt und die kleinste Kraft mal darauf ausübt, dann wird das Objekt natürlich aus der Hand runterfallen. Wie können wir das Ganze beschreiben? Das werden wir als nächstes sehen. Für heute möchte ich aber an der Stelle hier bleiben, stehen bleiben und die Formulierung praktisch von vielen Aspekten und Begrifflichkeiten, die ich jetzt hier verwendet habe, das nächste Mal behandeln. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Abend. Wie immer stehe ich natürlich für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank.